Alter, was hast denn du für ein nices Outfit? Bin ich auch so adrett gekleidet? Warte, ich guck mal. Was denn? Also du hast Oh, so ein was? Schirmchenhut. Ja, du auch. Du hast so eine GoPro auf dem Kopf. Ja, du auch. Okay, du hast ein beiges Dann, Oberteil. ja, so eine olivgrüne Jacke, so ein bisschen, und so eine graue Hose. Ja, nee, cool, dann sehen wir ja gleich. Wir sind Zwillinge. Voll der Hammer. Was gucken. So, ich müsste auch einmal am. Also Nachladen, Munition ist einfach nur. Einfach hier Lager öffnen und wieder rausgehen. Okay. Patrick, willst du mal was Nerviges hören? Ja. Was lockst du damit an? Den Fasan? Hasen. Hasen? Warte, ich hole mir auch so was Nerviges. Kann ich mir sogar gerade so. Kann ich mir nicht leisten? Mir fehlen $30. Ist das ärgerlich. Ich habe nicht genug Geld. Das ist ja traurig. Ja, ich musste halt in meine Villa hier im Berg investieren. Mit schöner Ja. Aussicht. Ja, der Berg war vorher auch nicht da. Den habe ich mit Schaufel hier hochgeschüppt. Ein paar Bäumchen gepflanzt, das schön aussieht. Ist das ganze Geld draufgegangen für Schaufeln. Und Ah Schubkarre. ja. Ja. Mir ist eine Schubkarre die Axt gebrochen, weißt du? Kannst du mit dem Auto auch fahren? Ich kann Kofferraum aufmachen. Ah. Okay. Ja, kannst du unterwegs deine Waffen tauschen und sowas, glaube ich. Ja. Kannst du mit dem Auto auch fahren? Glaube schon, ja. Okay, nö. Okay, denn nicht. Kannst du während der Fahrt schießen? Nein. Oh Gott. Das Autofahren ist nicht gesehen. Das ist ganz ekelhaft. Wenn du während der Fahrt schießen könntest, wäre das der Wahnsinn. Können wir so Drive-by machen? Weißt du, wenn so ein Waipiti hier irgendwie langläuft, fahren wir nur vorbei und knallen das ab. Naja. Sind sie nicht bei GTA? Pass auf, ich habe hier. Ich habe hier schon so einen Hochsitz. Da können wir ja mal gucken, ob wir hier irgendwelche Tiere sehen. Ich höre sogar irgendwas. An Fasane. Die brauchst du nicht mit dem Remington schießen. Da bleibt von 3 Kilo Fasan nur 200 Gramm über. Ich habe es ausprobiert. Und ein Dachs braucht viermal Schrotkugeln. Ich muss aber dazu sagen, dass er danach keinen Kopf mehr hatte. Ah ja. Das war so cool, hast du so die Kill-Statistik, sage ich jetzt mal, gesehen, ne? Da war so einfach so 1 Million Kugeln im Kopf. Bleihalte hier. Sehr bleihaltig. Also Gesicht kannst nicht essen. Wollen wir ja hier richtig eskalieren im Wald. Ich habe was gesehen, was Ping war mit hier. Nix. Ja, ist jetzt da. Hast du denn gesehen? Ungefähr, ja, so 337 Meter von uns entfernt sind irgendwas helles Weißes. Ich kann nicht weiter ranzoomen. Ich habe ein schlechtes Fernglas. Wo denn? Sag mal Himmelsrichtung oder so. Richtung Nordwest am Fluss. Ich ping die ganze Zeit hin. Ich sehe nichts, ich sehe das nicht. Okay. Dann gehen wir mal hin. Ja, wir könnten auch von hier schießen. Allerdings, wir würden ja von hier keinen Blattschuss hinkriegen. Das ist einfach zu weit, ne? Wenn wir aber zeitgleich dem Viech die Kniescheiben wegfetzen.
dann kannst nicht weglaufen und dann können wir es auf ganz humane Art und Weise mit einem Blattschuss aus nächster Le Nähe erlegen. Das wäre mein Plan. Ach, Die Beine schießen. ich ping hier auch die ganze Zeit ja, die Kniescheiben wegfetzen, ne? Jetzt kannst du meinen Ping sehen. Oh, ich sehe die Viecher da hinten. Okay, also ich könnte jetzt auf 400 Meter hochgehen. Meinst du, ich würde hier so einen Blattschuss schaffen? Weiß ich nicht. Wir mal ausprobieren. Ding ist halt, wir wissen ja nicht mal, was die von der Verfassung sind, sowas. Okay, wo sehe ich das jetzt? Wenn ja ran. Ja, wir probieren. Fernglas gucken. Dann Dings machen, aber die sind so weit weg. Also ich habe freies Schussfeld. Wir gehen ein bisschen näher ran. Okay. Müssen aber langsam machen. Wollen wir denn, nur damit wir das jetzt hier nicht fehlkommunizieren, wollen wir denn aus nächster Nähe dem Weißwedelhirsch die Kniescheiben wegschießen? Nein. Wäre ja nur, damit er nicht weglaufen kann, weißt du? Nein, Patrick. Damit wir ihn ganz human töten können. Ich will ja nicht als Tierquäler hier durchgehen. Die waren so zwischen 315 und 330. Du hast die Fasane aufgeschreckt. Läufst du? Also die Viecher. Also Normalgeschwindigkeit, kein Sprinten und kein Ich bin in der Hocke. Laufen gehen. Ich bin hier gleich auf so einem Hügel. Dann habe ich High Ground. Ich habe früher mal Sniper Elite gespielt. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich dicht da dran bin. Okay, ich bin ja auch nicht so viel dichter dran. Faultierhirsch. Wachsen ein Stern. Habe ich schon mal erkannt. Bist du eigentlich? Mit Kuh oder? Warum bist du so weit hinten? Ich Ist bin auch kein nicht. Wunder, dass du nicht näher rankommst. Ich bin nicht gelaufen. Ich wollte die nicht verschrecken. Da. Faultierhirsch erwachsen weiblich. Du guckst doch auch dahin, wo ich hingucke, oder? Also nach da. Wenn du gepinkt hast, ich sehe es nicht. Kannst du mal pingen, wo du hinguckst? Hab mal vor mir einen Ping gemacht. Tatsächlich sehe ich das auch nicht. Das ist ja ärgerlich. Hier liegt Kacke. Steck mal einen Finger rein und koste und sag mal, wie alt die ist. Warte, kleinen Moment, ich schmeck ab. Ist schon sehr getrocknet. Das ist so ein bisschen, als ob du auf so einen harten M&M rumbeißt. Da ist ein ausgewachsener Maultierhirsch, ein Stern, ein junges Weibchen, ein erwachsenes Weibchen und noch ein erwachsenes Weibchen. Ja, was wollen wir da wegschießen? Also ich sag mal, die haben alle nur einen Stern, ja? Dann ist doch egal, wen wir da. Rein theoretisch können wir auf jeden Fall erschießen, der einen Stern hat und ausgewachsen ist. Weil der hat ja keine Chance mehr, in der Sternewertung noch zu steigen. Falsche Weißt Waffe. du, weil der halt Was nicht war mehr das? wächst. Brummschrei oder sowas? Hier, Warnruf? Sehe ich noch mehr. Jetzt steht er mit dem Hintern zu mir. Oh.
Hier ist ein junger Hirsch mit einem Stern, den können wir zum Beispiel leben lassen. Noch ein junger mit einem Stern können wir auch leben lassen. Ich guck mir jetzt. Der ist ausgewachsen. Der ist erwachsen, der hat noch eine Chance. Das ist auch erwachsen. Also ich habe jetzt hier erwachsenes Weibchen im Blick. Ja, ich suche meinen raus. Wie viel Meter waren das jetzt hier? Also gerade mal 100. Soll ich versuchen? Ich suche, ne, ich bin noch nicht so weit, warte doch. Gut. Okay, okay. Ich suche gerade. Oh, jetzt steht das junge Tier da genau zwischen. Ja, ja. Okay, also ich könnte. Ja, warte ich. Glocken. Ja, schnappe ich mir den daneben. Ich sehe jetzt meinen nicht mehr. Ja, der Ausgewachsene kommt jetzt zu mir. Stehen die Jungen da mit drinnen? Das ist der da. Kommt langsam. Ja. Ach, auf den wolltest du schießen? Ja, den schnappe ich mir. Das ist der Ausgewachsene. Okay, warte. Nicht mehr. Da muss ich aber neu gucken. Das ist auch ein Erwachsener. Ich verliere den immer. Ich bin soweit. Warte, warte, warte. Ja, ich auch. Ja. Das war. Perfekt. Solltest auch mit mir reden. Ich dachte, wo du gesagt hast, du bist so weit, dass du schon die Luft anhältst und dich schussbereit machst. Den habe ich richtig in die Brust geschossen. So, das müsste ja deiner sein, ne? Meiner stand ja ein bisschen hinter. Hier ist noch Blut, aber das könnte auch von dir sein. Ich glaube, meins habe ich gefunden. Von meiner Spur folgen. Wenn das hier meiner ist, macht er es nicht lange. Kann man das später sehen? Ja, wenn wir beide finden, kannst du meinen sowieso nicht aufheben. Beziehungsweise dann halt verwerten. Warte mal, wo hab ich denn? Hier ist noch so ein bisschen Blut. Luftblasenverunreinigung. Das könnte aber mit von deinem denn sein, wenn das deiner ist. Also ich kann... Deine Spur sehe ich, aber ich sehe keinen anderen Blutdings. Ich probier's aus, ja. Kann ich mir nicht mal angucken? Ich glaube nicht, ne? Genau. Männlich ausgewachsen. Totaler Schuss, Lungenflügel. Ich glaube, wenn du dir den angucken willst hier, ich glaube, dann müsste er sagen, das ist nicht dein Tier oder dass du es genau geschossen hast. Genau, dieses Tier gehört dir nicht. Genau. Grauwölfe, ja. Sehe ich gerade alarmiert, 250 Meter. Grauwölfe? Ja. Ja, du hattest doch noch eine Spur, glaube ich, kleine Menge Blut und klar, oder nicht? Ja. Dann hast du keinen tödlichen Schuss gelandet. Ich habe hier auch noch mal kleine Menge Blut und klar. Ding ist, wenn du... Und hier? Du wüsstest jetzt halt, bis du diese Herde wiederfindest, die ganze Zeit die Spur im Blick behalten. Ja. Ah, hier. Bring mir das mal. Ich sehe die gar nicht. Hier? So klar und deutlich zu erkennen. Die wird bei mir nicht angezeigt. Ich sehe nichts. Wenn du von hier guckst? Nee, ich sehe auf dem Boden überhaupt nichts. Kein Blut, kein bisschen. Okay, aber hier habe ich eine Blutspur. Ja, musst du jetzt wissen. Ne? Entweder verfolgen wir die jetzt, bis wir die Herde wiederfinden. Können auch einfach... Hier ist auch noch eine Blutspur am Baum. Na, perfekt.
Hier ist noch eine. Noch eine. Noch eine. Reinste Fährten lesen hier, wa? Hier ist noch eine. Schwierig wird es, glaube ich, nachher, wenn du die Tiere wiedergefunden hast. Rauszufinden, welches du angeschossen hast. Ja. In der Regel sehe ich, dass wir die zweite Kugel verkraftet. Ich habe die Spur verloren. Ah, hier. Es ist hier oben die Spur. Ah, hier. Wo müssen wir denn hin? Für die Wölfe. Nach unten, ja? Wölfe sind unten, ja. Da haben wir auch freie Fläche. Da hinten läuft doch irgendein Rehvieh. Ja, komm, dann brechen wir ab. Wir lassen das Wild nochmal wild sein und dafür knallen wir uns einen Wolf. Können die Wölfe auch angreifen? Ja, ne? Ja, aber die Tiere, wenn es Raubtiere sind, können die dich angreifen, ja. Aber nicht ohne, dass ich die provoziere. Das weiß ich nicht. So, mit F ist übrigens automatisch laufen, ne? Ja, Du das brauchst nicht weiß die ich. ganze Das. Zeit W gedrückt halten. Wollte jetzt nur mal gucken hier. Das Gute ist, hier unten ist relativ freie Fläche. Ich habe hier so einen schönen High Ground und ich sehe gar nichts. Doch. Ich sehe was. Was ist das denn? Das könnten die Wölfe sein. 225 müsste, also so kurz vor Da sind 225. wirklich Bäume. Ja, genau, das ist eine kleine Waldinsel auf der Wiese und dahinter sind die gerade. Warte. Okay, ich bin jetzt gleich neben dir. Hier rechts. Noch mal, ob ich sie da rausgelockt kriege. Das hört sich ja furchtbar an. Die sind nämlich gerade immer da. Du siehst ja diese zwei oder diese vier Bäume da, ne? Ja, die rechts hier hinter dem grünen Busch quasi. Genau, richtig. Und die kommen immer quasi hinter dem Busch vor und laufen nach links. Das sind so 100 Meter denn Einstellungssache. Ungefähr, ja. Wollen wir dann nochmal gucken mit dem Fernglas. Siehst du, da kommen sie. Ja. Bei einer jedenfalls. 140 Meter ist der weg. 140. Ja. Alter, wir sind ein richtiges Sniper, Speer und. Soll ich schießen? Dann warte. Ist das von der Seite nicht leichter als von vorne? Ja. So, ich bin soweit. Die drehen wieder ab. Ich nehme den ganz links. Ja, mach. 1, 2, 3. Ich habe daneben geschossen. Ich hab getroffen. Schon wieder. Was macht der? Die Ah, laufen jetzt, Patrick. ich habe zweimal daneben geschossen. Hast du deine Entfernungseinstellung richtig eingestellt? Ich glaube nicht. Du hast gesagt 150, ne? Ja. Ich habe 150 drin, Ich ich hab voll getroffen. habe auch 150 drin. Aber ich glaube, ich habe nicht einmal getroffen. Das sah aus wie zweimal Erde. Irgendwo hier vorne ist meine Hier Blutspur. ist eine. Da bei dir, genau. Rosa, viel Blut, Luftblasen 0 bis 50. Da macht das nicht lange. Okay, ja gut, wenn du getroffen hast und ich bin der Meinung, ich habe eh in den Boden geschossen. Hier Blutluftblasen. Mann, bin ich scheiße in dem Spiel. Da ist ein bisschen Übung.
Hauptsache. Liegt er hier schon? Ja, der ist nicht weit gekommen. Okay. Hübsch, hübsch. Beide Lungenflügel erwischt. Ja, habe ich auch. Ich habe den eben so krass erwischt, dass der komplett zerfetzt ist. Da war nichts mehr von zu sehen. Hä, warum kann ich den nicht? Hä, Spiel? Willst du mich jetzt flachsen? Was denn? Ah, jetzt. Ich konnte den gerade beim ersten Mal nicht aufheben. Weil ich den will ich mit erstmal in den Trophäenraum dann stellen. Oh, nee, also ich scheine hier wirklich nicht getroffen zu haben. Wusstest du, dass die auf den Hügel, den wir gerade hochgehen, ne? Haben sie damals den ersten Teil von Rambo gedreht? Ah, Die, ja. der, ja, der, der Mythos besagt, dass wenn du ganz leise bist, kannst du noch das Schreien von Sylvester Stallone hören. Ah, ja. Nachts oder was? Ja, nachts im Dunkeln. Das sind die Gruselschichten, die Gruselgeschichten, die man sich hier in der Gegend erzählt, oder was? Nein, es ist aus zuverlässiger Quelle. Das hat Skittles mir erzählt, als wir Moonshine getrunken haben. Ah ja, okay, da weiß ich auch, warum wir auf solche Sachen kommen. Das ist ein ganz zuverlässiger Typ. Glaube ich dir. Den einen Tag hat er zu mir gesagt, du wirst nicht glauben, was ich hier im Wald gefunden habe. Ich sag, was denn? Ja, hier ist so eine Meth-Höhle, so ein Labor. Ich sag, nie im Leben. Dann sind wir zu seiner Scheune gefahren und siehe da, er hat recht gehabt. Ah ja. Kann das sein? Wie heißt der Typ? Wer hat dir das erzählt? Skittles. Skittles. Kann das sein, dass das so ein Hinterwäldler ist, der mit seiner Schwester alleine in so einer Waldhütte wohnt? Ach Quatsch. Das ist halt ein Landwirt, der hat immer so einen Strohhalm, da so einen Grashalm im Mund, Strohhut, blaue Latzhose, noch mindestens 6 Zähne. Und wohnt auch nicht allein mit seiner Schwester, der hat mit seiner Cousine geheiratet und ja. Aber mit seiner Cousine, ja gut, das ist ja was ganz anderes. Das ist was anderes. Weißwedelhirsch, ruhig, 250 Meter. Ich sehe ihn sogar direkt hier am Fluss. Am Fluss sind die. Ja. Pass auf, dann gehen wir hier. Du bist ja auf dem Stein drauf, ne? Ja. Lass uns hier links runtergehen. Von da kommt doch der Wind. Wir gehen rechts. Wie sind die ungefähre Koordinate, wo die waren? Also was für eine Zahl? 120 so. 120, aber wenn wir rechts runter gehen, sind wir erst recht im Wind drin. Ja, das sehe ich auch so. Links runtergehen. Was war das? Ich wäre fast die Klippe runtergefallen. Ah, ja. Und hier hat sich das angehört wie ein Bär. Gibt es hier Bären? Ja. Okay. Hörst du das? Ich habe nur eine Biene gehört. Ja, das ist nicht gesüngt, deswegen ist das. Du hast ja vorhin auch die Wölfe jaulen hören, ne? Ja. Ich nicht. Okay. Ah, da. Weißwedelhirsch männlich, 150 Meter. Okay. Da sehe ich noch schon. Da ist sogar ein Männchen. Ich gehe ran auf 100 und dann haue ich den weg. Oh, warte mal, ich guck mal mit dem Fernglas. Der ist jung, ein Stern. Wenn du den leben lässt, könnte der später was Besseres werden. Aber wenn du jetzt unbedingt was abknallen willst, dann musst du ihn schießen.
Ah, Ja, mach einfach. dieses Spiel legt mir ständig Steine in den Weg. Warum? 100 Meter. Ja, weil jetzt muss ich ein gutes Tier töten. Perfekt, das war ein Herztreffer, Oh glaube ich. ja, Mann, Blattschuss! Ich bin der Beste, Geilste. Hast du den Schuss Patrick, gesehen? Ja. sag sowas nicht. Ich nehme dich hier komplett auseinander. Hast du Sei nicht so den? überheblich. Warte mal. Ich glaube, ich Würde habe. das vielleicht bei einem belassen. Okay, Vor allen warte. Dingen nicht einfach wahllos auf die Viecher ballern. Ja, ich war jetzt ein bisschen motiviert und habe gedacht, ich kann noch mehr reißen. Das waren nur Warnschüsse. Weil, wie du gesehen hast, wenn ich will, eine Kugel, ein Treffer. Tier beanspruchen. Nee, ich hab den. Das war kein Blattschuss. Eigentlich. Hast du den getroffen? Ich hab die Wirbelsäule durchtrennt. Ah ja. So, dann verkaufen wir den Hasen, wa? Komm. Das waren 270 Tacken. Aber ich Hast ja bin. nur zwei Optionen. Entweder behalten für den Trophäenraum oder verhökern. Ja, aber der hat einen Stern. So was kommt mir doch nicht im Trophäenraum. Alter! Alter! Komm mal her, komm mal her, Hundesohn. komm mal her. Hier, guck mal. Guck dir das an. Ah ja. Das war auch nur eine Kugel. Was habe ich hier getroffen? Auch die Wirbelsäule. Ey, ich scheiße auf Blattschuss und Lunge. Ich durchtrenne jetzt nur noch den Rücken. Hab die Wirbelsäule durchtrennt. Hammergeil. Und das war 125 Kilo wiegt es. Hat 93 Gramm verloren. Was sehe ich denn hier? Ah, das war ein männliches Alttier mit 87,33%. Ne, war doch der Erfolg, relativ erfolgreiche erste Runde. Würde ich sagen. Also ein bisschen Geld haben wir gemacht. Ein bisschen was kennengelernt, ein bisschen das Spiel kennengelernt. Ja. Wir sind halt noch keine, wir sind halt keine Profis. Wir sind noch keine Profis. Wollen wir E-Sport Gamer werden in Way of the Hunter? Nein. Nein, wollen wir nicht. Alles klar, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.